Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Wegen der steigenden Corona-Zahlen hat Kanzlerin Merkel dringend dazu aufgerufen, Kontakte über Ostern herunterzufahren. In ihrem Videopodcast bat sie darum, im kleinen Kreis zu feiern und auf nicht zwingende Reisen zu verzichten. Mit unserem Verhalten könnten wir das Virus mindestens bremsen, sagte Merkel. Schlüssel im Kampf gegen die Pandemie sei aber das Impfen. Und dabei werde es schon im April Fortschritte geben, auch durch den Einstieg der Hausärzte in die Impfkampagne direkt nach Ostern. Die zuerst in Großbritannien entdeckte Corona-Variante hat in Deutschland inzwischen einen Anteil von fast 90% erreicht. Das RKI nannte die Entwicklung besorgniserregend. Die Mutante gilt als besonders ansteckend und verursacht offenbar schwere Krankheitsverläufe. Intensivmediziner warnen, sollten die Infektionszahlen weiter so steigen, könnten ihre Stationen in 4 Wochen überlastet sein. Die Bundesregierung legt bei den Corona-Hilfen für die Wirtschaft nach. Unternehmen, die durch die Krise besonders belastet sind, soll jetzt ein Eigenkapitalzuschuss gewährt werden. Anspruch haben Firmen, denen seit November der Umsatz mindestens 3 Monate lang um jeweils mehr als die Hälfte eingebrochen ist. Außerdem wurde beschlossen, die sogenannte Überbrückungshilfe 3 noch einmal auszuweiten. In Frankreich gilt ab Samstag ein landesweiter Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen. Auch die Schulen sollen diesmal geschlossen werden. Präsident Macron begründete den Schritt mit den stark steigenden Infektionszahlen. Die Lage in den französischen Krankenhäusern hatte sich in den vergangenen Wochen verschärft. Im Großraum Paris sind die Intensivstationen bereits überfüllt. Die landesweite Inzidenz lag zuletzt bei gut 375. Die Corona-Lage zu Ostern und wie gehen die Menschen damit um? Dazu gibt es heute auch ein ARD-Extra direkt nach dieser Tagesschau. In Baden-Württemberg zeichnet sich eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition ab. Wie die Partei von Ministerpräsident Kretschmann am Abend bekannt gab, hätten sich 2/3 der Grünen im Landesvorstand dafür ausgesprochen. Abschließende Sondierungsgespräche mit der CDU sollen am Samstag stattfinden. Noch am Vormittag war die Entscheidung über einen Koalitionspartner überraschend verschoben worden. Entgegen dem Wunsch von Kretschmann hatten einige Vertreter im Parteivorstand für eine Ampelkoalition mit SPD und FDP plädiert. Eva Macht in Stuttgart, wie viel Widerstand gab es denn gegen eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition? Ja. Vielen Dank nach Stuttgart, Eva Macht. In Pittsburgh hat US-Präsident Biden Details seines billionenschweren Konjunkturprogramms erläutert. Er wolle Millionen neuer Arbeitsplätze schaffen, so Biden. Damit will er auch die Republikaner im Senat überzeugen. Diese hatten Widerstand angekündigt, da Biden für sein Investitionsprogramm die Unternehmenssteuer anheben will. 2 Billionen Dollar sollen in den nächsten Jahren in Infrastruktur und Wirtschaft fließen. Ein Gericht in Hongkong hat 7 Aktivisten der Demokratiebewegung schuldig gesprochen. Unter ihnen ist auch der Oppositionspolitiker und Rechtsanwalt Martin Li. Nach der überraschenden Niederlage gegen Nordmazedonien herrscht bei der deutschen Fußballnationalmannschaft Katerstimmung. Bundestrainer Löw erklärte mit Blick auf die anstehende Europameisterschaft, er werde alles auf den Prüfstand stellen. Sein Team hatte das WM-Qualifikationsspiel gegen den Außenseiter mit 1:2 verloren. Den Treffer für die DFB-Elf erzielte Gündogan per verwandelten Foul-Elfmeter. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Karfreitag, den 2. April. Um 23.35 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Bundesbürger würden harten Lockdown befürworten. Mehr dazu im aktuellen Deutschland-Trend. Und mittendrin in einer Sauerei, wie eine Ferkelzucht auf Bio umstellt.